Es geht wieder los. Die Digisaurier sind auf Sendung und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Kollegen bei mir, nämlich den Thomas Kuhn. Hallo, herzlich willkommen, Thomas. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir werden uns gleich über ein paar Dinge unterhalten, unter anderem über diese Wiese. Denn die hat, als Thomas die gepostet hat, echt für Aufregung gesorgt, ne Thomas? Ich habe eigentlich mir nur Spaß gemacht und war ganz überrascht, welche Resonanz sie ausgelöst hat. Ist das die Windows XP-Wiese, war die große Frage und der wollen wir heute nachgehen, nebst einigen anderen Themen. In diesem Sinne herzlich willkommen bei den Digisauriern. Mit mir heute Thomas Kuhn als Gast, eigentlich im Urlaub, hauptberuflich Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ne? Kann man so sagen, vor allen Dingen für Technik zuständig und unheimlich lang dabei. Das heißt, eigentlich bist du auch ein Digisaurier, ne? Man sagt das ungerne, weil es einem ja dann klar macht, wie alt man ist, aber im Grunde ist es genauso, ja. Okay, der Thomas wird mich heute in der Sendung begleiten, denn der Thomas hat einerseits ein Bild gepostet, über das alle reden, nämlich dieses Bild hier. Das ist die Windows XP-Wiese, haben zumindest alle gedacht und wir werden heute aufklären, was das eigentlich für eine Wiese ist, wo die herkommt und worum es dabei geht. Also das ist das eine, was wir heute haben. Wir haben aber noch ein paar mehr Themen. Wir werden darüber reden. Warum habe ich Angst vor dem S8? Lutz Herkner wird mir helfen, hoffentlich diese Angst zu überwinden. Er ist dann nachher auch in der Sendung. Außerdem haben wir noch dabei Computerhelden. Wir werden über Peter Norton reden. Wer ist Peter Norton? Was hat er gemacht? Und Thomas wird das Geheimnis erzählen, wie Peter Norton ihm mal irgendwann den A gerettet hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, über die wir dann gleich noch reden werden. Also, es gibt einiges zu sehen in dieser Sendung, aber wie gesagt, zuallererst mal geht es um dieses wunderbare Bild, was wir hier gemacht haben. Thomas, erzähl, du hast es gemacht, an nichts Böses gedacht und gepostet und dann? Naja, also ich bin vors Haus getreten, habe mich umgeschaut und gedacht, das ist sie. Mhm. Habe ein Foto gemacht, habe das in mein Facebook-Profil gestellt und gesagt, schaut her, das ist die Windows XP-Wiese. Und es ist jetzt nicht so, als würde Leute nicht kommentieren, was ich an Fotos ins Netz stelle. Aber in diesem Fall hat es tatsächlich eine richtige Lawine losgetreten und ich war ganz überrascht, wie viele Leute dann entweder mindestens ein Smiley geschickt haben, zum Teil auch sogar weiter recherchiert haben und sich schlau gemacht haben, ob die Wiese, die wir hier im Hinterland haben, wirklich die Windows-Wiese ist oder welche es vielleicht in Wahrheit sein könnte. Es hat sich eigentlich gleich so eine Art Crowd-Bewegung gegründet, die dann dem Rätsel der Windows-Wiese auch nachgegangen ist. Ein Teil davon ist jetzt auch da. Ich sehe hier eine Reihe von Kommentaren. Da ist der Markus, wenn ich richtig sehe, der Hi, ihr zwei sagt schön, ein Reim. Wie schön, da freuen wir uns besonders drüber. Dann sagt die Rebecca voller Begeisterung, oh, es geht los. Ja, das stimmt. Es gibt eine Meldung, es käme nichts an, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile wieder erledigt. Insofern bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass ihr uns alle sehen und hören könnt und deshalb der Sendung auch folgen. Also, diese Wiese, wie gesagt, war ein Anlass für allerlei Spekulationen und natürlich auch für den Kommentar, das ist doch Photoshop, was hast du da den Baum reingemacht, der war doch da nicht. Dann haben wir gesagt, nein, es gibt ein Beweisbild. Das ist das Beweisbild. Wir beide vor dieser Wiese. Naja, haben die Leute gesagt, hey, Photoshop kennen wir auch nicht erst seit gestern, hat uns also auch nicht genützt. Und dann haben wir gedacht, also wenn ihr uns wirklich nicht traut, diesem ehrenwerten Journalisten hier, ja, aus einem ehrenwerten Medienhaus und mir, alten Digisaurier, dann müssen wir es beweisen. Nichts als die Wahrheit, so wahr uns Gott helfe. Genau, und so wahr uns Video helfe, also gibt es hier ein kleines Stück Video für euch. Die alles entscheidende Frage ist das hier hinter uns, der berühmte Microsoft Windows XP-Hügel. Und die Antwort ist... Schauen wir nachher mal nach. Also eigentlich eher nein, aber... Ja, naja, gut. Aber er sieht den doch schon ziemlich ähnlich, ne? Und der Thomas hat ihn hier entdeckt, hat es gepostet und plötzlich wollten alle wissen, wo seid ihr, was ist das? Ganz einfach. Wir sind sozusagen gegenüber vom Digisaurier-Studio und da gibt es wirklich diesen Hügel und hier hat ihn Thomas entdeckt. Thomas, als XP kam,
Hast du sofort begriffen, dass das ein relativ stabiles und wahrscheinlich sehr erfolgreiches System werden wird von Microsoft oder nicht? Ich habe den Eindruck gehabt, dass es eine gute Arbeit ist, ja. Also sie hatten ja lange genug Zeit daran zu arbeiten. Sie hatten ja mit NT auch ein gutes System. Sie hatten nur bisher kein besonders benutzerfreundliches System. Und das, was benutzerfreundlich war, war schlecht und instabil. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, beides da zusammenzuführen. Das war eine ganz gute Entscheidung. Und das hat man über die Jahre gesehen. Es hat bis ins letzte Jahr gedauert, bis sie es wirklich umbringen mussten. Ja, also tolles Bild, tolle Geschichte. Mehr dazu gibt es jetzt gleich in der Sendung. Wir sehen sie schon vor uns, die Schlaumeier. Also erstmal muss man ganz klar sagen, ich habe hier jetzt einen Kommentar, das ist für euch ganz wichtig. Wenn ihr was kommentieren wollt, wenn ihr was sagen wollt, eine Erinnerung tauschen und so, dann bitte möglichst um die 200 Zeichen und am allerbesten direkt bei der Facebook-Seite vom Digisaurier, denn nur da können wir sie sehen und auch so einblenden. Wer nicht auf Facebook guckt, sondern jetzt zum Beispiel auf unserer Webseite, auf www.digisaurier.de, der könnte es twittern, nämlich @digisaurier. Das sehen wir dann hier auch und können es einblenden. Der Markus sagt gerade, Norton Commander Legende, ja. Über diese Legende werden wir heute auch noch sprechen, Markus, da kannst du dich drauf verlassen und werden übrigens auch, hatte ich vorhin ganz vergessen, in der Ankündigung auch darüber reden, Thomas, wie das mit digitalen Auszeiten ist. Denn Thomas ist eigentlich in Urlaub und trotzdem voll vernetzt. Ob das geht, ob das klug ist, ob er Mist macht oder es genau richtig, darüber werden wir gegen Ende der Sendung sprechen. Jetzt bleiben wir aber bei der Wiese, weil natürlich war uns klar, dass wenn ihr diese super tollen Bilder seht mit uns da vorne, kann immer noch sagen, hey Leute, wir wissen, dass es sowas wie Greenbox gibt, ne? Haben wir uns gedacht, na, also bitte ein anderer Beweis. Ja, ja, schon klar. Ihr sagt alle, das ist ja nur eine Fototapete. Nein, ist es nicht. Guck mal, wir gehen hier auseinander. Wir zeigen euch unten tatsächlich auch das Stück Straße. Hier, wir stehen hier wirklich selbst und höchstpersönlich. Wir können sogar ein Stück da reingehen in diese Szenerie, bis wir an die Tapete stoßen. Also nein, das ist wirklich echt wahr, auch wenn man es nicht glauben mag. Tja, und jetzt wollen wir aber die Geschichte erzählen. Also, diese Wiese ist wirklich gegenüber hier von unserem Studio. Da ist die tatsächlich, die war da immer schon. Und auch wenn ich jetzt die Chancen hätte zur Legendenbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, Bill Gates hat sich nicht hier inspirieren lassen, sondern es ist halt einfach eine Wiese, die es bei uns gibt. Und diese Wiese ist zufälligerweise da und Thomas hat sie gesehen, entdeckt und sofort gepostet. Aber Thomas, was weißt du denn über die echte XP-Wiese? Also ich will mich jetzt hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Tatsächlich, wie ich eben schon sagte, es hat sich so eine Art Crowdbewegung ergeben und der Peter Marwan, Redakteur von IT Espresso, hat sofort den Link geschickt und ich habe mich mal nachgelesen. Die echte Windows XP-Wiese befindet sich tatsächlich im Napa Valley in Kalifornien und sie ist im Grunde genauso zufällig zu Windows gekommen, wie ich eben zu diesem Eindruck kam, dass die hier liegen könnte. ein Fotograf, du blendest es gleich ein, hat... Ja. Wir sehen hier gerade die Webseite irgendwie. Der eigentlich berühmt dafür war, Weinfotos und Weinbücher zu machen, war unterwegs auf der Autobahn, hat diesen doch sehr, sehr markanten Farbunterschied zwischen diesem blauen Himmel, den Wölkchen und den grünen Wiesen gesehen und ist mit dem Auto rechts rangefahren, hat ein Foto geschossen, ohne damit ernsthaft irgendwas vorzuhaben und hat es dann aber trotzdem in ein entsprechendes also bei einer Agentur hinterlegt. Und dort selber sind die Microsoft-Leute drauf gestoßen, fanden das ganz toll und haben ihm das abgekauft. Okay. Er hat nicht verraten, was er damit verdient hat, aber er hat erzählt, dass es sich dabei... Entschuldigung, ja, alles klar. Dass es sich dabei um das in diesem Jahr zweitbestverkaufte Foto gehandelt hat. Besser war dann nur noch das Foto von Bill Gates und Monica Lewinsky. Also im Grunde sagt er... es wird, wenn er tot ist, immer noch Millionen von Menschen geben, Milliarden eigentlich, Billions, die sein Foto kennen, auch wenn sie ihn nicht mehr kennen. Ich habe jetzt hier eine Meldung, die gucken wir uns mal an. Der Stefan Goldmann schreibt, als ehemaliger Win- und später Chip-Redakteur habe ich natürlich einen besonderen Bezug zu Windows NT und XP. Das war einfach ein richtiges Betriebssystem. Ach, und die Registry war ein Geschenk an alle Redakteure im Tipps- und Tricks-Bereich. Thomas, die Registry, das muss man vielleicht für den einen oder anderen jungen Zuschauer, der heute mit dabei ist, erklären. Was war denn die Registry? Also sie war nicht nur, was sie ist, was bis heute. Im Grunde ist das sozusagen der Maschinenraum von Windows, in dem du nahezu alles einstellen kannst. Wenn du die richtige Stelle findest, kannst du die Größe der Icons, du kannst die Geschwindigkeit des Startes, du kannst die Reihenfolge des Startes einstellen. Im Grunde kannst du alles kaputt machen und alles reparieren. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ersteres passiert, ist größer.
Aber auch in dem Zusammenhang gibt es natürlich dann eine Fundgrube für die, die einem dabei helfen, Windows zu tunen. Auch das richtig, der Hinweis. Ganze Generationen von Computerzeitschriften, Redakteuren und im Grunde heute ja immer noch den Webportalen lebt davon, die 15 besten oder die 20 besten Tipps für die Registry mitzuteilen. Es gibt inzwischen natürlich jede Menge Werkzeuge, mit denen man das auch automatisch machen kann. Aber ohne Registry, das ist so wie ein Auto, der Motor tut es nicht ganz und man steht davor, hat keine Ahnung und dann kommt der Mechaniker und sagt, an der Schraube musst du drehen. Microsoft ist ein Unternehmen, das wirklich Geschichte geschrieben hat, muss man ganz klar so sagen. Und es war ein Unternehmen, das mal genauso erfolgreich war, wie wir heute Google oder Facebook oder Amazon sehen. Das erinnert man aber oft nicht. Und wir haben deshalb im Rahmen unserer Reise Neudig, das ist eine Reise auf den Spuren der Geschichte der Digitalisierung Deutschlands von Neuland nach Digitalien, haben wir es genannt, unter anderem diesen Herrn hier getroffen. Den Artikel kann man nachlesen beim Digisaurier. Das ist Rudi Gallis, der ehemalige Microsoft-Chef. Ich glaube, von 91 bis 2000 war er Microsoft-Chef. Den haben wir getroffen und mit ihm über Geschichten rund um Microsoft damals gesprochen. Und da war es so, dass uns doch einiges zu erzählen hatte. Und Thomas, du hast schon mal ein bisschen reingucken können. Da sind schon spannende Geschichten dabei, oder? Ja, es ist extrem spannend, das nachzulesen. Und ich muss im Rückblick sagen, du bist da an Statements dran gekommen. Da hätte ich mir vor, ich sage jetzt gut 15, 20 Jahren, die Finger danach gelegt. Ja. Ja, also er sagt im Prinzip Sachen, die wir immer geglaubt haben, dass sie so sein müssten. Aber nie bestätigt. Aber niemand hat sie bestätigt. So. Und jetzt im Zeitablauf, wie das ja ist, irgendwann machen die Archive dann auf und dann kommen die Sachen zutage. Es ist extrem irgendwann spannend. Sind die Geschichten dann auch nicht mehr so dramatisch schlimm. Wir wollen mal reinhören. Also zum Beispiel, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass NT aus Sicht von Microsoft so eine Art Trojaner war und das Opfer hieß Novell. Aber hört selbst. Also Novell unbestritten Netzwerk. Also alles hing mit Novell zusammen und das war's dann. Und dann kamen wir mit NT. Und NT haben wir als Applikationsserver bezeichnet. Mhm. Stimmte natürlich auch. SAP lief dann auf NT und so weiter und so fort. Aber es war natürlich auch ein Netzwerk. Das haben wir aber nicht so sehr promotet, sondern wir haben nur gesagt, das ist ein ganz stabiles, enterprise-orientiertes Betriebssystem. Mhm. Und dann haben die da alle portiert drauf. Und dann haben wir gesagt, ja, und wie seid ihr da vernetzt? Ja, ich war ein Novell. Wieso? Ja, wieso nicht? Wie sollen wir das vernetzt sein? Er sagt, NT ist ein Netzwerk. Und plötzlich haben die alle verstanden, sie konnten das einfach ausknipsen. Und man muss sich mal vorstellen, dass es gelang, mit einer Nomenklatur den Gegner im Prinzip so sicher zu fühlen. Und der hat nicht verstanden, dass es nur einen Hebel bedurfte, den man umlegt, um den Markt zu übernehmen. Das heißt, das trojanische Pferd NT in Wirklichkeit. Genau, es war ein trojanisches Pferd, richtig, genau, so kann man es bezeichnen. Ein trojanisches Pferd, das hieß Applikationsserver, war aber letztendlich beides. Und wie wir dann schon im Wohnzimmer von Novell standen, dann haben wir einen Hebel umgelegt. Dann haben wir den Hebel umgelegt. Bevor wir gleich darüber reden, auch mit dem Thomas, wie er sich an diese Geschichten erinnert, nochmal der Hinweis an euch. Wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr mitsprechen wollt, dann könnt ihr das tun über die Facebook-Seite vom Digisaurier. Egal, wo die Seite geteilt oder die Sendung geteilt wird, ich kann es nur sehen, wenn ihr auf der Facebook-Seite vom Digisaurier seid oder per Twitter @Digisaurier. Im Grunde ist das eigentlich ganz einfach. Der Martin Goldmann schreibt, ohne Windows wären wir Tipps und Tricks Leute arm dran gewesen. Stimmt, oder? Ganze Generationen, wie ich eben schon sagte, von Redakteuren haben im Grunde davon gelebt, jede Woche neu zu schreiben, die 10 besten Möglichkeiten, Windows schneller zu starten, Windows stabiler zu machen, Windows schöner zu machen, Windows irgendwie zu personalisieren. Wenn man das vorausdenkt, haben die im Grunde mit der Software das gemacht, was Nokia später mit den Smartphones gemacht hat, einfach die Deckelschalen zu wechseln. Es hat sich ein Supermarkt ergeben, zusätzliche Geschäfte zu machen und die hingen da einfach alle hinten dran. Die, mal kurz gucken, ich glaube, die Rebecca war das, wenn ich es richtig gelesen habe, genau schreibt, Windows 3.1, das waren noch Zeiten. Waren das wirklich noch Zeiten oder war es nicht eigentlich ganz schrecklich mit Windows 3.1? Naja, du musst gucken, woher du kommst und wo du hingehst. Ja? Dafür sind wir Digisaurier. Wir kamen aus einer Zeit, in der Browser rudimentär waren, in der Computerprogramme in der Regel über DOS-Befehle gesteuert worden sind. Im Grunde eine Wissenschaft für einen kleinen Kreis
sagen wir mal, verseuchter Menschen war. Der Rest hat sich da ferngehalten und mit Windows, ich habe mit Windows 1.0 angefangen, bin dann an der Uni auf 2 und dann auf 3 gewechselt. Mit Windows hat sich das schon geändert. Es war jetzt nicht das erste Programm, es gab ja andere mit GEM und es gab noch die Macs, aber die waren wiederum viel, viel teurer. Es war eine Art der Demokratisierung der Computerbedienung. Und die war einfach um Welten benutzerfreundlicher als das, was vorher da war. Der Martin schreibt, das wäre das erste funktionierende Windows gewesen. Ja, in der Tat. Es hatte dann die Netzwerkfunktionalitäten. Insofern hat sich da der NT-Schritt auch schon mal vorab gezeichnet. Ich hatte davor bei Freunden ein Novell-Netzwerk im Büro eingerichtet. Das war was ganz anderes. Ja? Mit Windows for Workgroups hast du tatsächlich vergleichsweise simpel das dann auf eine Ebene bringen können, die normale Menschen auch bestanden haben. Aber war dir damals, warst du schon Redakteur in dieser Zeit? Warst du da schon? Nein, ich habe als Freier für verschiedene Magazine und Tageszeitungen gearbeitet. Mhm. Also Journalist war ich schon, aber nicht fest angestellter Redakteur. Okay. Ich habe schon das Gefühl gehabt, wir sind jetzt so an so einem Tipping Point, da passiert was. Aber hast du begriffen, dass die im Hintergrund diese Nummer heimlich abziehen, die Microsoft da gemacht hat? Naja, also Microsoft war ja lange Zeit nicht dafür bekannt, besonders innovativ zu sein, sondern das, was sich als erfolgreich zeigte, sehr schnell in ihre Programme zu übernehmen. Und das war eigentlich immer so ein Beweis dafür, dass jemand eine gute Idee gehabt hat, wenn Microsoft das integriert hat. Ja. Ein relativ guter Lackmustest. Ja? Wenn das Papier sich verfärbt hat, wenn Microsoft darauf angesprungen ist, dann war es relevant. Okay. Der Hannes schreibt hier gerade, der Hannes Rückheimer, habe gerade ein Foto der berühmten Wiese aus dem Herbst 2006 gefunden. Ziemlich verdörrt vor grauem Himmel, da war der Fotograf wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also es gibt auch andere. Ja, ich meine, wenn du dir die Jahreszahl anschaust, wir reden darüber, wie Microsoft mit Windows die Welt verändert hat oder die Computerwelt verändert hat. Microsoft selber ist natürlich in dieser Welle auch nach oben und nach unten geschwappt. Und es ging dann auch schon mal eine ganze Weile wieder abwärts und wurde trockener und dorrer. Insofern passt das Bild. Schick doch mal das Foto rüber. Der Stefan schreibt hier zum Thema Novell. Verschwand damals sehr schnell. Interessante Sache. NT hieß, soweit ich weiß, New Technology. Klang aber nach nett. War schon gut ausgedacht. Ob die wirklich so weit gedacht haben, das kann ich dir nicht sagen, Stefan. Ich kann aber bestätigen, dass mir der Willi Söhngen, den wir auch getroffen haben, auch interviewt haben, die Geschichte auch bestätigt hat. Also ihr könnt es wie gesagt beim Digisaurier nachlesen, da ist die Playliste drin zu den Videos und da ist auch diese Geschichte beschrieben. Aber Willi Söhngen hat ganz klar gesagt, das stimmt, wir haben es echt nicht gepeilt, was die da machen. Jetzt kommen hier noch mehr Kommentare. Also das Thema scheint euch doch sehr zu interessieren. Schauen wir mal gerade kurz rein, was wir hier noch finden. Da sagt jetzt der Oliver, der NT-Strategierückblick war spannend. Ja, Oliver, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass uns das einer so erzählt. Und der Stefan sagt noch, tja, heute ist mir eigentlich egal, auf welchem Betriebssystem mein Browser läuft. Das ist ein interessanter Gedanke. Wie geht dir das, Thomas? Es ist egal, auf was der Browser läuft, weil wir browserzentriert sind, weil wir ins Netz gehen. Wie siehst du das heute? Naja, wir haben ja von einer PC-zentrierten Welt sehr schnell oder in letzter Zeit sehr schnell in eine mobil-zentrierte Welt gewechselt, die anfangs von Apple dominiert und von Apple stark designt war und die dann in einer affenartigen Geschwindigkeit von der Android-Welt übernommen worden ist. Tatsächlich ist es für die allermeisten Menschen heute viel wichtiger, dass eine Applikation, die sie aus dem Netz ziehen, irgendwo funktioniert. Egal, ob es ein Tablet ist, ja, stimmt, ob es ein PC ist, wer das Betriebssystem liefert. Und insofern ist diese vor längerer Zeit mal geführte Diskussion, Apps oder also native Apps oder Browser-Apps, ist aus meiner Sicht entschieden. Es ist im Prinzip eine browserzentrierte Welt. Und ob dahinter nun macOS läuft oder ein aktuelles Windows oder ist eigentlich im Grunde egal. Ja. Der Ralf schreibt, Gem und Atari ST-Oberflächen, das war die Chance, auch mal klarzukommen. Die grafische Oberfläche, die war ja wirklich ein Dollpunkt in dem ganzen Spiel, oder? Naja, und es war ein Glaubenskrieg. Es war eindeutig ein Glaubenskrieg. Die Frage, auf welcher Plattform bist du und Atari oder Amiga oder die frühen Apple-Leute, die sich das leisten konnten, die waren auch schon Fanboys, wie sie es heute sind.
Aber im Grunde ist das der Schritt wirklich gewesen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo Computerbedienung eine immer noch elitäre, aber sehr viel breitere Menge von Leuten erreicht hat. Und der Wettbewerb auch der grafischen Oberflächen und der Möglichkeiten, der hat das unheimlich befeuert. Der Rainer schreibt hier gerade, warte mal, ich schaue mal da gerade rein. Der Rainer schreibt gerade, Windows 3.11, Demokratisierung des PCs, genauso war das. Klasse Formulierung. Also, der Rainer Warte, der übrigens dann auch nachher gleich noch in der Sendung zu sehen sein wird. Wir werden nämlich noch über Peter Norton sprechen. Das kommt dann später in der Sendung. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen, weil wir sind ein bisschen jetzt schon wieder Zeit. Wir schwatzen zu viel, aber ihr habt auch zu viele Fragen. Was bleibt uns übrig? Aber es ist jetzt so, muss man auch sagen, nein, Microsoft hatte nicht nur Erfolge. Es ging auch ein paar Sachen ziemlich schief. Und der Rudi Gallist hat eine davon erzählt. Ich war bei dieser Pressekonferenz selber da und hatte keine Ahnung, was im Hintergrund lief. Aber das lief, als es um Lexirom ging. Denn da war die Botschaft während der PK, Houston, wir haben ein Problem. Wir machen also diese Kooperation mit Lexirom und Langenscheid. Und der Florian Langenscheid und ich sitzen da unten am Limbachhaus. Große Pressekonferenz. Und der kommt rein und sagt, stellen Sie sich vor, der Name ist weg. Ich sage, wie, der Name ist weg? Er sagt, wir stellen das Lexirom doch heute vor. Ja, wir dürfen auf keinen Fall Lexirom sagen. Er sagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Ihr habt euch doch darum gekümmert. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Also die sind für Namen und wir für was weiß ich zuständig. Wir können den Namen nennen. Wir haben die Leute jetzt dran, die den Namen haben. Der Hintergrund war ganz einfach. Wir hatten den Namen beantragt und gerade einen Tag davor, wenn man so will, ist einer durch die Tür gekommen, der den gleichen Namen beantragt hat. Der war aber schon im Prozess und hinten noch nicht rausgekommen. Sodass, wie wir reingekommen sind, war das hinten noch nicht durch bei dem einen. Wie wir allerdings dann im Prozess drin waren, ist das hinten rausgefallen von dem einen und wir waren drin und dann hat er gesagt, übrigens, mein Name. So, jetzt hat man ein Wissensprodukt, Inhaltsprodukt. Aber keinen Namen. Keinen Namen. Und eine Pressekonferenz, die in 5 Minuten beginnt. Das war die genialste Product-Launch-Pressekonferenz, die ich jemals gehabt habe. Das war genial. Die Journalisten waren stockbegeistert. Die haben nur gesagt, super, endlich mal was anderes. Die können den Namen quasi nicht nennen, ja, oder sagen, ja, also dieses Produkt, dieses Produkt, dieses Produkt. Und am Ende der Pressekonferenz kommt man dann sagen, es ist Lexirom. Und es heißt Lexirom, weil dann war es nämlich geklärt, was den Namen anlangt, zwischen dem, der es tatsächlich schon angemeldet gehabt hat. Das heißt, während der PK ist rechtlich geklärt worden, dass sie den Namen benutzen können. Genau. Gut. Da war aber dann jemand auf der anderen Seite der Leitung auch relativ glücklich, oder? Weil der hat ja bestimmt es nicht einfach aus Freundlichkeit hergegeben, oder? Glaube ich auch, ja. Glauben wir das mal beide. Gutes Timing. Wird IT-Wirtschaftsgeschichte, Thomas, oder? Ja, absolut. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, nach den Geschichten hätten wir jetzt natürlich die Finger geleckt. Aber das ist ja auch dann, was sagen wir, den guten Journalismus ausmacht, im Zweifel einen zu kennen, der einem dann doch den Hinweis gibt, dass man da nochmal nachfragt. Wir haben ein paar andere Geschichten ausgegraben, aber die hätte ich auch gern dabei gehabt. warst du bei dieser Pressekonferenz von Lexirom damals? Also ich habe das erlebt, habe aber nichts geahnt. Also ja, ich hatte das Glück und das Pech zugleich, dass ich von Computern bis Unterhaltungselektronik, Foto, Video, alles Mögliche habe abdecken müssen. Und insofern die rare Gabe der Omnipräsenz mir leider auch nicht gegeben war. Hast du eigentlich eine Ahnung, warum bei Microsoft, bei Windows es immer dieses System gab, eine Version gut, die nächste schlecht, eine Version gut, die nächste schlecht? Das war so mein Eindruck. Weißt du, Windows 7, Windows Vista. Also irgendwie war das immer so. Hast du irgendeine Idee, warum das passiert ist? Waren die zu müde nach der letzten Version oder was war das? Ich weiß es nicht. Du hättest den Rudi am besten danach fragen sollen. Mach ich vielleicht nochmal. Rudi, ich komme wieder. Ich weiß nur, es gab diesen wunderbaren Spruch, Englisch, Windows CE, ME und NT, Dump as a Brick. So dumm wie ein Klotz. Zement, ja, C-E-M-E-N-T. Ich weiß nicht, sie haben ja zehntausende Leute zum Entwickeln eingestellt. Die wirklich großen Dinge haben sie meistens hinbekommen. Und dann haben sie, ich meine, dann hat es mit 98 und mit Windows ME hat es so funktionale Updates gegeben, aber das war natürlich, die hingen natürlich auch an ihren Millionen von Zeilen Source Code und immer dann, wenn sie es neu aufgesetzt haben, haben sie es vernünftig gemacht. Ja. Und dazwischen war es so ein bisschen Pinselei. Und was jetzt passiert, dass sie Windows quasi zu einem kontinuierlich abgedateten Produkt machen, ist aus meiner Sicht eine gute Idee, aber auch eine sehr riskante, weil du natürlich an dieser Maschine immer an irgendeiner Stelle verschrauben könntest. Ja. Und dann könntest du daneben gehen.
Wir sind gespannt. Also, ihr habt Fragen gestellt zu dem Thema. Damit beenden wir jetzt auch unseren kleinen Microsoft-Ausflug. Kommen zu einem anderen Thema. Und zwar ist es so, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, außer ich habe Angst vom Samsung Galaxy S8. Warum? Eigentlich relativ einfach. Ich habe drei gute Gründe und habe dann gedacht, ich muss jemanden fragen, der was davon versteht. Und das will ich dann auch tun. Dafür gibt es Spezialisten zum Glück. Was habe ich ein Glück, dass mein ganz persönlicher Handypsychologe heute Zeit hatte, um mit mir über meine Ängste beim S8 zu reden. Hallo Lutz nach München, grüß dich. Hallo Christian, grüß dich. Also Lutz Herkner, du bist Handyfachmann und für mich auch Handypsychologe. Ich will dir mal kurz beschreiben, was meine Ängste sind. Ich fange mit der ersten Angst an. Das ist die folgende. Dieses S7, das ich mein eigen nenne und sehr, sehr liebe, hat ja eine Edge-Situation. Das heißt, das sind so Glas-Ecken, so abgerundete Ecken. Eigentlich sehr toll, sehr schick. Problem, wenn ich jemandem ein Bild zeigen will, dann rufe ich das auf dem Handy auf und dann gebe ich mit ganz spitzen Fingern, gebe ich dann der Person dieses Handy und die nimmt sie auch mit ganz spitzen Fingern entgegen, weil durch diese Glasränder, die ja auch berührungssensitiv sind, kann es schnell sein, dass was auslöst und ratzfatz ist das Bild weg und dann geht dieses Handy dreimal hin und her, bis wir einmal das Bild gesehen haben. Das ist nicht so witzig und jetzt habe ich gehört, beim S8 ist das noch viel stärker, weil das S8 praktisch nur noch Glas ist. Das heißt mit anderen Worten, da kann ich es überhaupt nicht mehr in die Hand geben, ohne dass irgendwas passiert? Tendenziell hast du da durchaus recht. Also die Ränder gehen nahe gegen Null. Also es ist natürlich auch ein bisschen optische Täuschung, weil die links und rechts sich so ein bisschen um die Kanten rumwölben. Da ist natürlich an der Seite schon noch so ein bisschen was vorhanden. Man sieht es jetzt hier zum Beispiel in diesen Bildern. Da ist natürlich ein kleiner Rand. Aber wenn man so von oben drauf guckt, sieht das so aus, als ob da gar nichts mehr wäre. Und das ist natürlich schon noch mal ein Vergleich oder ein Unterschied im Vergleich zu deinem S7 Edge, was du da hast. Das heißt, die Ränder, die sind jetzt wirklich quasi nicht mehr vorhanden. Da muss man schon sehr aufpassen, dass man da nicht wirklich irgendwie draufbatscht oder so. Also da hast du durchaus recht. Und nicht zuletzt, so ein rundum verglastes Smartphone ist natürlich auch immer noch mal ein höheres Risiko, wenn das Ding mal hinfällt. Dann kann da natürlich auch ganz schnell mal irgendwie ein Bruch sich ereignen. Was anderes, als wenn man da zumindest an den Kanten drumherum noch irgendwie ein bisschen was hat. Jetzt aber mal ganz ehrlich, die bei Samsung sind ja, wie man bei uns so sagt, auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Also die werden sich doch irgendwas überlegt haben, weil dieses Problem ist ja nicht so ganz neu beim Edge. Früher konntest du ja noch entscheiden, will ich das ein oder will ich ein Edge haben. Aber jetzt kannst du nicht mehr, du kriegst einfach Edge. Die müssen doch irgendwas sich überlegt haben. Genau, das haben die auch, die sind wirklich nicht auf den Kopf gefallen und zwar haben die sich jetzt was überlegt, dass sie verschiedene Situationen, mittlerweile sind die bei über 60 angekommen, nach eigener Aussage ermittelt haben, wo die sagen können, okay, da weiß unsere Software inzwischen, yep, das ist jetzt ein beabsichtigter Druck auf den Touchscreen, da reagieren wir jetzt drauf oder eben halt auch nicht, dass man da sagen kann, jo, da war das jetzt irgendwie so ein bisschen unbestimmt, so mit dem Handballen irgendwie 5 Icons auf einmal oder irgendwie sowas, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das eher nicht gewollt ist. Das klappt einigermaßen gut, muss ich sagen. Also ich habe es natürlich auch mal ausprobiert. Das heißt, du hast es in der Praxis wirklich probiert? Genau, also ich teste die Dinger ja immer wirklich intensiv, eine Woche im Prinzip pro Gerät, kann man da sagen. Da gehört natürlich auch Handhabung ganz massiv mit dazu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also in den meisten Fällen funktioniert es, aber im Prinzip so wie du das auch schon von deinem S7 Edge her kennst, man muss ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall. Es ist was anderes, als wenn man so ein massives Ding hat mit einem dicken normalen Rahmen da drumherum. Da muss man einfach damit leben in dem Augenblick. Das heißt aber mit anderen Worten, es ist nicht beim S8 schlechter geworden, aber es ist immer noch das Risiko da, dass man eben aus Versehen was auslöst, wenn man einfach nur das Handy weitergeben will. Ganz genau. Also es ist nicht schlechter geworden, eher vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser, hängt natürlich auch von der eigenen Situation der Hände ab. Also tendenziell muss man noch weiterhin aufpassen, aber man kann damit leben und vor allen Dingen, man gewöhnt sich natürlich auch schnell an sowas. Hast du jetzt mal 2-3 Tage mit dem Ding verbracht, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwann funktionieren, selbst mit deinen Pfoten. Also er sagt, die eigenen Handy, also früher hat man immer gesagt, überprüfen Sie Ihr Telefonverhalten, bevor Sie ein Handy kaufen. Jetzt heißt es, überprüfen Sie Ihre Hände, bevor Sie ein Handy kaufen. Ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Lego für 3 wäre wahrscheinlich das Richtige für mich. Lutz, meine zweite Angst heißt Home-Button. Der Home-Button, den ich bei meinem S7 habe, ist dieses Ding hier. Wenn ich da drauf drücke, dann tut das was und es ist ein richtiger Knopf, auf den ich drauf drücken kann, den ich spüren kann, mit dem ich arbeiten kann. Das finde ich eigentlich ziemlich schick, habe mir es aber sagen lassen, beim S8
8 gibt es den gar nicht mehr, sondern der Home-Button ist ein virtueller Button. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ja, gut. Gerade für alte Samsung-Hasen und Samsung-Fans ist das natürlich auch sowieso ein ganz gefährliches Thema, weil da war ja der mechanische Homebutton immer so was ganz Besonderes. Alle anderen, die nicht von Samsung kommen, die Smartphones, die haben da ja schon seit langem eigentlich nur noch Touch, weil du hast ja sowieso links den Zurück-Button immer, beziehungsweise bei Samsung ist sowieso was anderes rechts und der Taskmanager für die zuletzt benutzten Apps und so, die sind ja eh nur Touch. So, und dann hast du eben halt bei Samsung das, was du da bisher hast, und dafür findet sich ja auch oder befand sich bisher ja auch immer der Fingerabdrucksensor noch unter dieser Taste drunter. Das fällt jetzt weg, das ist natürlich ein Riesending. Ich persönlich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, weil erstens, ich kenne halt auch viele andere Android-Geräte und da ist es einfach sowieso schon seit jeher einfach nur alles Touch-Mechanik, gibt es da schon seit langem nicht mehr. Und vor allem, die haben sich das jetzt so überlegt, dass da natürlich auch das Vibrationsmodul drauf reagiert. Wenn du also auf diesen Touch-Button da drauf drückst, dann vibriert das Handy. Das fühlt sich fast genauso an, als ob du da eine mechanische Taste drückst. Von daher, für mich als Aber du fühlst den doch gar nicht, diesen Button. Also draufdrücken sagt sich leicht. Wenn du das Ding jetzt so aus der Tasche nimmst, dann fummelst du erstmal rum, bis du überhaupt den Button gefunden hast, den es nicht gibt. Naja, sagen wir mal so. Also gut, hingucken schadet natürlich nicht an der Stelle. Aber das glaube ich, also ich hatte es bei meinem S7, wenn ich so genommen habe, weiß man ja auch nicht so, habe ich es jetzt oben oder unten rausgenommen oder vorne oder hinten. Also so einen kleinen Blick riskiert man da ja schon mal drauf. Also das finde ich jetzt nicht so tragisch. Klar, man fühlt es jetzt nicht mehr, aber trotzdem, du siehst oder spürst ja, wo die Unterkante ist, wo das Handy zu Ende ist. Und dass da halt so mit einem Zentimeter, sagen wir mal, oben drüber bist. Also das hat man relativ schnell raus. Also ich fand das jetzt überhaupt nicht problematisch, habe ich gesagt. Also, aber man muss jetzt auch. Das ist eine Umstellung für alte Samsung-Fans, ja, das ist klar. Man muss jetzt halt ein Gespür für sein Handy entwickeln. Auch okay, das ist diese emotionale Bindung ans Produkt wahrscheinlich. Also gut, ausschauen tut es ja gut. Wir haben gerade die Bilder schon gesehen irgendwie. Also, es ist ja nicht hässlich irgendwie so, dieser Knopf da. Aber wie gesagt, ein bisschen ängstlich bin ich immer noch, aber ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu einem Thema, du hast es gerade schon angesprochen, nämlich der Fingerabdrucksensor. Bisher war der ja so, dass der bei mir auch hier mit drin war. Das heißt, wenn ich das Handy rausgenommen habe, Daumen drauf, dann hatte ich auch schon tatsächlich das, was ich wollte, nämlich das Handy wurde entsperrt. Das ist aber jetzt in Zukunft auch anders, weil die haben den nach hinten gebaut. Und jetzt zeige ich dir meine wirklich große Angst. Jedes Foto wird also nicht so toll, weil ich beim Entsperren erstmal aus Versehen auf die Linse-Taste, dann habe ich die Linse angepackt, dann habe ich den Nebel des Grauens über jedem Bild, weil die Fettspuren da drauf sind, weiß der Teufel was. Das heißt, das ist doch eigentlich eine ganz blöde Konstruktion, oder? Ja, das ist auch in der Tat. Das ist in meinen Augen die absolut größte Krux. Vor allen Dingen, man kann da auch nicht viel machen, weil du fischst halt das Ding aus der Tasche und dann suchst du irgendwo da hinten auf der Rückseite unsichtbar. Hier sieht man es jetzt nochmal von der Anordnung her. Das sind ja auch nur wirklich ein paar Millimeter, die rechts da diesen Fingerabdrucksensor von der Linse in der Mitte trennen. Da hat man schnell mal, während man das Ding da irgendwie versucht zu ertasten, da auf die Linse gelangt. Also das ist in der Tat ein Problem, aber jetzt auch nicht wirklich neu, wenn man ehrlich ist, weil selbst wenn du dein S7 jetzt, sagen wir mal, aus der Tasche ziehst, kann es dir ja genauso passieren, dass du da irgendwie beim Rausziehen mit dem Finger drauf kommst. Also, dass da mal eine Linse ein bisschen verschmiert ist, dass da ein bisschen Fettfinger drauf sind, ist für mich jetzt eigentlich völlig normal. Das heißt, Standardrat natürlich sowieso immer, halt ein bisschen vorher und dann ein bisschen wischen und dann ist das auch wieder gut. Also das ist für mich jetzt auch kein absolutes No-Go an der Stelle. Okay, das heißt, also wir haben mehrere Dinge gelernt. Erstens, man muss jetzt Gefühl für sein Handy entwickeln. Zweitens, man sollte erst seine Hände angucken, bevor man sich für eins entscheidet. Und drittens, früher bei Robert Lemke, kennen wir beide die Saurier noch, jetzt die jüngeren Zuschauer vielleicht nicht, aber bei Robert Lemke gab es immer die typische Handbewegung eines Berufes. Bei uns wäre es der Handyfotograf, die Handbewegung wäre dann so kurz drüber wischen, Linse sauber. Oder natürlich nebenbei bemerkt, wenn man ein Selfie macht, dann sollte man bitte die andere Seite sauber machen, damit es funktioniert. Oder du nimmst halt auch ganz einfach ein Tuch. Da gibt es ja diese tollen Sachen, einfach drüber wischen einmal. Schon bist du halt wieder im grünen Bereich. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative. Ja, immer ein Tüchlein dabei. Früher war es das Einstecktuch, heute ist das Handytuch. Also wenn ich zusammenfasse, kann man sagen, erster Punkt, du bist eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, das mit dem Sensor ist wirklich ein bisschen blöd, aber alles andere ist eigentlich nicht so schlimm, wie man sich's denkt, oder? Man kann sich mit allem arrangieren, so sehe ich es mal. Es ist natürlich immer eine Umstellung, gerade für alte Samsung-Hasen und Fans, klar, aber ich glaube, wenn man ein bisschen guten Willen zeigt, kommt man da auch ganz gut mit hin.
Alles klar. Lutz, ich danke dir ganz herzlich für deinen psychologischen Beistand und ich überlege mir jetzt, ob ich doch noch in Acht nehme beim S7 bleibe. Dankeschön, tschüss nach München. Alles klar. Gerne, mach's gut, ciao. Ja, das war also der Lutz mit seinen Erkenntnissen rund um dieses Handy. Jetzt sind ein paar Fragen aufgetaucht, Thomas, wo ich auch kurz mit dir sprechen wollte. Zum Beispiel die Rebecca bringt jetzt hier ins Spiel das LG G6 und sagt, es gibt schon für 400 Euro. Wie ist denn so deine Einschätzung, wenn du dir dieses Gesamtsystem anguckst? Also ist tatsächlich so, dass der Hinweis auf das G6 nicht umsonst kommt. Gerade passt auch ganz gut zum Samsung Galaxy S8, weil sowohl das LG-Gerät als auch das Samsung-Gerät eine Veränderung bei dem Bildschirm vorgenommen haben. Sie haben beide vom 16:9 auf das 18:9 Format umgestellt, haben einen riesen Wirbel drum gemacht, warum das so großartig ist, weil das nämlich das Bildformat eines großen Kinos ist, auch wenn man das Kino dann in der Hand hat. Das ist eigentlich ein bisschen klein. Meine Tochter zum Beispiel schaut Filme nur noch auf dem Handy, da braucht man fast nicht mehr ins Kino zu gehen, das ist auch viel billiger. Nein, das stimmt. Um das ernsthaft zu sagen, die haben einen riesen Wirbel gemacht, um sich da auch vom Wettbewerb abzusetzen. Nichtsdestotrotz ist das LG G6 eine sinnvolle Alternative, wenn man sich mit diesem Format auseinandersetzen will. Es ist auch ein bisschen kräftiger gebaut. Es ist nicht ganz so elegant. Es ist eine Nummer, sagen wir mal, robuster. Wiegt ein bisschen mehr, würde mir aber auch leichter, oder also ich hätte weniger Schwierigkeiten, wenn es mir vom Tisch fiele. Beim Galaxy S8 hätte ich tatsächlich auch mehr Sorgen. Es ist ein sehr schönes Gerät, aber auch relativ empfindlich. Das sagte Lutz ja auch schon. Wir haben jetzt hier noch vom Raimund. Der Raimund sagt, vor allem geht das Handy in der Tasche an, wenn man die Hände in die Tasche steckt. Also Raimund hat da offensichtlich Erfahrungswerte gemacht. Das heißt, Raimund, offensichtlich hast du dieses Handy und hast diese Erfahrung gemacht. Also das werde ich dann auch nochmal in meine Ängste mit einbeziehen irgendwie. Ein kleiner Tipp, ohne jetzt Computermagazin. Es gibt bei vielen Handys einen Taschenmodus. Das Handy erkennt dann, dass es in der Tasche ist und bleibt auch, sagen wir mal, forciert aus. Okay, wir suchen jetzt auch noch den Taschenmodus beim Handy. Mein Gott, was eine Welt. Dinosaurier sein war auch nicht so übel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, der Rainer schreibt uns gerade noch, an den Fingerabdrucksensor hinten, wie bei meinem Huawei, gewöhnt man sich sehr schnell und die Linsen habe ich noch nie beim Entsperren verschmiert. Das ist, weil du so kleine, zarte Finger hast, Rainer. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, oder? Oder was glaubst du? Ja, oder er isst halt kein Butterbrot, oder? Okay, wir wissen es nicht genau. Aber wie gesagt, es ist offensichtlich schon ein Thema. Aber ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, durch das, was der Lutz so erzählte, auch ein bisschen beruhigter gewesen als am Anfang. Und dann schreibt der Rainer hier noch, bei mir regiert der Sensor nur, wenn ich das will, Raimund. Also, Raimund, du siehst, es ist offensichtlich so, wie man in das Handy hineintappst, so schallt es heraus oder so ähnlich. Das muss die Geschichte sein. Übrigens, mit dem Lutz werden wir demnächst in der Sendung, der wird jetzt regelmäßig auch bei uns dabei sein, über dieses Gerät hier sprechen. Thomas, das kennst du auch, ne? Ja, das ist das Key One von BlackBerry, wobei BlackBerry nicht mehr wirklich BlackBerry ist, sondern BlackBerry Mobile. Der chinesische Konzern TCL hat die Markenrechte für die Mobiltelefone gekauft und das ist sein erstes. Genau, das ist also sozusagen komplett chinesisch und jetzt sagt der Lutz, dummerweise spürt er das auch in der Qualität. Das hier zum Beispiel hat er mir als Bilder geschickt, sieht nicht ganz so schick aus. Also ich würde mal sagen, gefühlt ein Verarbeitungsmangel. Er hat dann wohl recherchiert, das ist schon ein paar Leuten aufgefallen und die sagen natürlich, das ist schon gelöst. Aber dieses Handy, so schick es ist und auch so teuer es ist, weil billig ist das gar nicht, ne? Mit 600 Euro oder sowas, glaube ich. Ja, also ich meine, wenn du jetzt guckst, was Apple für ein iPhone aufruft oder was ein S8 kostet, ist es ein vergleichsweise günstiger Preis. Ich für meinen Teil, ich hatte es auch im Test und bin eigentlich sehr angetan davon, finde auch die Verarbeitung mit einem Metallrahmen sehr, sehr gut. Okay. Das Ding kannst du, also jedenfalls in meinem Fall ist es passiert, vom Tisch schmeißen und du hebst es wieder auf und es ist relativ also starr und stark. Probleme gibt es immer mal. Die Tatsache ist ja die gewesen, dass TCL die letzten Original-Blackberries auch schon gefertigt hat. Jetzt haben sie nur sozusagen die Gesamtproduktion in die eigene Kontrolle genommen. Kann passieren, ist doof, sollte nicht passieren. Mein Eindruck ist eigentlich ein positiver. Thomas, du hast den Raimund glücklich gemacht. Er schreibt, super Thomas Kuhn, ich suche bei mir den Taschenmodus. Also dann freuen wir uns doch alle, dass das so ist. Was kostet ein Ersatz? Was vor allem kostet dann ein Ersatzdisplay 300 Euro. Okay, wusste ich auch noch nicht, schreibt uns der Boris. Ja. War mir nicht geläufig. Und
Und der Rainer sagte, der Rainer beherrscht halt die Materie. Ja, das ist wahr. Rainer ist ja auch schon ganz fürchterlich lange dabei. Der beherrscht die Materie, das sehe ich auch so. So, soweit zum Thema Handys. Wir wechseln jetzt den Themenkreis, damit wir auch noch es schaffen, unter der Zeit zu bleiben, die ich mir vorgenommen habe. Also gehen wir jetzt in dieses Thema hier. Was wir hier sehen, ist eine Serie beim Digisaurier. Und diese Serie heißt Computerhelden. Und einer von diesen Computerhelden, das ist Peter Norton. Ein Gesicht, das sicherlich ganz viele kennen. Und über diesen Peter Norton hat Rainer Bartel geschrieben. Mit ihm werden wir gleich sprechen im Rahmen eines Schaltgespräches. Wer war dieser Peter Norton? Was ist das Besondere? Wer möchte? Es gibt eine ganze Serie, ich glaube mittlerweile schon 9 Folgen von den Computerhelden. Da ist Yuri Gidandron dabei, da ist Marco Börries dabei, Shira Shifchi, also wirklich viele bekannte Namen, die diese Branche überhaupt erst möglich gemacht haben. Also es lohnt sich da reinzugucken. Aber ganz wichtig, wenn ihr auch dazu Fragen und Anregungen habt, der Rainer ist ja auch da, dann bitte das in die Kommentare beim Digisaurier reinschreiben, also dort, wo jetzt auch die Sendung gerade läuft, in Facebook oder aber über Twitter @Digisaurier, nur dann können wir das sehen. Und jetzt ist am anderen Ende der Leitung, fast am anderen Ende von Deutschland, nämlich in Düsseldorf, Rainer Bartel, mein Mitdigisaurier. Hallo Rainer, grüß dich. Hallo Christian. Rainer, wir wollen heute über einen Computerhelden reden, dessen Gesicht eigentlich eine ganze Computergeneration kannte, aber viele waren sich gar nicht sicher, ob das wirklich der Mann ist oder nur ein Werbebild, nämlich dieser Mann hier, Peter Norton. Aber er ist doch wirklich, das Bild, was wir hier sehen, der Mann, der auch so viele PCs gerettet hat, oder? Das ist der echte Peter Norton. Er hat mal insgesamt 3 Fotos von sich machen lassen. Die findet man in verschiedenen Verpackungen und Büchern wieder. Und danach gibt es dann oder daneben gibt es kaum noch Aufnahmen von ihm, schon gar keine privaten. Wir haben im Artikel, eine haben wir drin noch. Wenn du vielleicht da mal nachher rauf scrollst, da können wir uns die anschauen. Du meinst wahrscheinlich, warte mal, dieses Bild hier, ein privates Bild war das, glaube ich. Ne? Dieses hier vermute ich jetzt mal, meinst du, oder? Genau, mit seiner Frau Eileen. Das ist es. Da hat er aber nicht so ein Stethoskop umhängen. Weißt du eigentlich, wie es zu diesem Stethoskop-Bild gekommen ist, das wir gerade eben sozusagen am Anfang des Artikels sehen? Das ist ja ein Stethoskop, was er am Hals hat, oder? Es war ursprünglich mal angedacht, dass er als Dr. Norton firmieren sollte. Das ist aber dann verworfen worden. Da waren die Bilder aber schon fertig. Es gab ja auch schon derzeit einige andere Utilities, die irgendwie auch immer mit diesem klinischen Bild operiert haben. Und das wollte er dann auch nicht. Aber das Bild war halt fertig. Und man sieht ja auch an dem Privatfoto, dass er völlig anders aussieht. Du schreibst in dem Artikel beim Digisaurier, dass er spannender war aus deiner Sicht als Steve Jobs oder als Bill Gates. Warum? Peter Norton ist einfach eine mehrdimensionale Persönlichkeit. Also wenn man, ohne das jetzt böse zu meinen, sich Bill Gates und Steve Jobs anguckt, das waren schon ziemlich eindimensionale Persönlichkeiten, die ganz auf ihre Firmen, ganz auf ihr Thema fokussiert waren. Und Peter Norton ist als Kunstmäzen aufgetreten, hat unglaublich viele soziale Projekte gefördert bis heute. Seine Stiftung ist eine große Bedeutung. Also der hatte viel mehr Facetten als vermutlich ganz, ganz viele andere Mitspieler in der frühen Phase der Computerbranche. Hast du ihn eigentlich selber richtig ernsthaft mal getroffen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Er hat sich ja nicht interviewen lassen, wenn dann auch nur per Telefon oder per E-Mail. Zumal er ja auch meistens unterwegs war. Er ist sehr viel gereist mit seiner Familie. Er hatte mehrere Wohnorte auch in den USA und er hatte auch und hat bis heute, soweit ich weiß, in Südfrankreich noch ein Domizil. Also er war immer unterwegs. Er ist ja auch auf Messen fast nie aufgetreten. Ich bin ihm noch nicht mal über den Weg gelaufen irgendwann. Also Rainer Barth, der fast alle interviewt hat, hat es nicht geschafft, Peter Norton zu interviewen, wenn ich dich richtig verstehe. Du hast mir aber einen Link geschickt zu einem Artikel aus der Zeit über Peter Norton. Was ist so besonders an diesem Artikel? Der Artikel versucht tatsächlich, diese schillernde Persönlichkeit, diese vielfältige Persönlichkeit zu porträtieren. Und das hat man ja bei den Leuten aus der Computerbranche relativ selten, dass sich dann ein Medium wie die Zeit Zeit nimmt, tatsächlich so einen großen Artikel zu machen, in dem alle diese Facetten dargestellt werden. Ich empfehle den dringend zur Lektüre. Der Link ist im Digisaurier-Artikel auch zu finden. Wie sieht denn kurz zusammengefasst die Geschichte von Peter Norton aus, von
starten, erfolgreich sein, bis hin zu eigentlich dann verschwinden. Das ist ja eine relativ kurze Zeitphase sogar gewesen. Das waren ja keine 10 Jahre alles in allem. Man kann es ganz kurz zusammenfassen. Ingenieur, IBM-Vergangenheit, sehr früh privat einen IBM-PC angeschafft und dort dann auf die ersten Probleme gestoßen, als er dann mit der ersten Festplatte gearbeitet hat. Und dann hat er sich das als Ingenieur angeschaut und hat gesagt, was kann man tun, zum Beispiel um Daten zu retten? Kann man verschiedene Dinge reparieren, die so kaputt gehen? Und hat dann in Eigenregie angefangen, sich solche Utilities zu schreiben. Und die hat er dann zunächst im Kollegenkreis verteilt. Und das ging also dermaßen ab, also dass er irgendwann gesagt hat, da muss ich ein Geschäft draus machen, sonst überfällt mich das, sonst frisst mich das auf. Es war eigentlich ein zufälliges Geschäftsmodell, oder? Absolut, absolut. Peter Norton war definitiv kein Geschäftsmann. Das war im Grunde genommen war das sozusagen Zufall, Notlösung, durch die Umstände getrieben, wie auch immer. Und deswegen hat er ja auch so schnell verkauft, ne? Weil er gesagt hat, um Gottes Willen, ich will das gar nicht machen mit diesem Geschäft. Hat ja dann sehr, sehr teuer, ich habe den Betrag jetzt nicht im Kopf, hat er ja dann an Symantec verkauft, an die Firma, die damals schon relativ gut in der Antivirus-Geschichte drin war und in einigen anderen Themen drin war. Ich weiß gar nicht genau, war ziemlich satt und fach. Sein Gesicht wurde aber weiter verwendet in der Symantec-Zeit, oder? Das war eine der Bedingungen. Ich persönlich hatte mit Symantec sowohl in Deutschland als auch in den USA sehr viel Kontakt und habe damals auch mehrmals nachgefragt, ja, wo ist denn dieser Peter Norton? Da haben wir gesagt, das wissen wir nicht. Wir reden nicht, wir stehen in keinem Kontakt mit dem. Wir benutzen nur sein Bild. Okay, so das heißt... Aber das Interessante ist, nicht nur Symantec wusste nicht, wo er ist, sondern auch viele seiner Weggefährten, die mit ihm zusammen die Dinge gemacht haben, wussten es nicht. Du hast hier exemplarisch, glaube ich, einen Artikel rausgesucht. Where have you gone, Peter Norton? Was ist passiert? Ja, weil das ist eine frühe Mitarbeiterin gewesen von Peter Norton Company und die einfach sagt, ja, wo ist der eigentlich abgeblieben? Weil er hat wirklich keinen Kontakt mehr gehabt mit seinen Leuten. Und hier sieht man übrigens, dass das die drei verschiedenen Bilder oder zwei von den drei verschiedenen Bildern sind. Und fragt sich einfach, was ist aus ihm geworden? Hat dann versucht, so ein bisschen seine Spuren nachzuvollziehen. Der Artikel ist, glaube ich, von 2014, beschreibt dann aber auch nochmal die Geschichte von Peter Norton und seinen Utilities und seinen Büchern und seinen Programmen, die er veröffentlicht hat. Hier sieht man nochmal ganz deutlich, offensichtlich wurden die Bilder noch mit dem Gedanken des Doktors gemacht, aber er hat keine neuen mehr machen lassen, also hat er da den Mundschutz an, ja? Könnte sein, ja. Er ist aber, wenn man ihn gesehen hat, ich glaube, er ist mal auf einer Messe an dir vorbeigehuscht, er hatte dann keinen Mundschutz an. Also er ist ganz normal, nicht wie die Japaner oder so. Bei mir ist er tatsächlich nie vorbeigehuscht. Ich habe ihn nie aus der Nähe gesehen, also weder auf den US-Messen noch sonst wo. Niemals, nicht ein einziges Mal. Also das ist wirklich... Auch auf keiner Bühne nie? Nein. Okay. Nein. Mein Gott, Rainer, das geht natürlich jetzt ganz tief bei dir, oder? Dass du den nie getroffen hast. Nein, ich finde es schade, weil also das wäre wirklich eine von den Persönlichkeiten gewesen, die mich interessiert hätten über die reine Computerei hinaus. Das muss ich ganz klar sagen. Aber mein Gott, wenn er sich dazu entschieden hat, sein Gesicht nur auf Büchern und auf Verpackungen zu haben, dann ist das seine persönliche Entscheidung und das muss man respektieren. Kannst du dich an deinen ersten Einsatz von Norton Utilities erinnern? Ja, ziemlich genau. Ich bin zwar kein Besitzer der ersten Generation IBM-PC, aber ich hatte einen der ersten Clones. Das war damals der Commodore-PC. Das war ein sehr, 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 sehr naher IBM-Klon. Und ich hatte den auch mit Festplatte. Und natürlich habe ich sofort irgendwann irgendwelche Dateien versehentlich gelöscht. Und dann hatte ich die Diskette mit Norton Utilities und dann konnte ich meine Daten retten. Und zack, da war ich. Ich habe auch selber einige Bücher dazu geschrieben, ne, zu Norton Utilities, Norton Commander. Ich habe mal so ein schmales Bändchen von 100 Seiten geschrieben zu Norton Commander. Das hat sich, fast 200.000 Mal verkauft. Das waren noch die goldenen Computerbuchzeiten, Rainer, ne? Ja, das also. Sage ich dir. Peter Norton, wer es nachlesen will, beim Digisaurier gibt es den gesamten Artikel dazu, ein paar Bilder und die Geschichten, die der Rainer zu ihm erzählen kann. Einer der Computerhelden aus unserer Digisaurier-Vergangenheit, die wir aber ganz sicherlich immer noch in Ehren halten. Rainer, vielen Dank. Danke dir, Christian.
Das war also Rainer Bartel aus Düsseldorf zugeschaltet. Vor ein paar Tagen haben wir das Gespräch geführt und über die Computerhelden gesprochen. Wie gesagt, es gibt da noch einiges mehr zu erzählen. Wir haben eine ganze Serie, also einfach mal reingucken auf www.digisaurier.de. Wobei, jetzt müssen wir eine Geschichte erzählen, die ist wirklich, ich hätte es nicht gedacht, aber Peter Norton hat, wenn nicht die NATO, doch zumindest einen jungen NATO-Soldaten gerettet. Stimmt das? Er hat mir den Arsch gerettet, um es ganz deutlich zu sagen, ja. Ich war irgendwann in den 80er Jahren bei einer NATO-Einheit in Belgien stationiert. Das war noch so am Übergang zwischen Schule und Journalismus und ich habe mich bei verschiedenen Journalistenschulen, bei Tageszeitungen und Ähnlichem beworben, hatte keinen vernünftigen Drucker, hatte keinen vernünftigen Computer und habe mich daraufhin in mein Geschäftszimmer gesetzt und habe dort die Bewerbungen geschrieben, Musterreportagen und Ähnliches. Und weil das da ja nicht drauf gehörte, habe ich es anschließend gelöscht. Also ich lache nicht. Also ich bin ganz traurig. Nein, mit. Ja. Genau, absolut. Es gibt da einen ganz schlimmen Befehl, der heißt del Sternchen Punkt Sternchen. Ja. Wenn man im richtigen Verzeichnis ist, löscht der nur das Verzeichnis. Wenn man im Hauptverzeichnis ist, löscht er alles. Ich habe daraufhin erstmal den Computer ausgeschaltet, bin aus dem Büro gegangen und am nächsten Morgen erwartete mich ein völlig aufgelöster britischer Sergeant, der sagt, war es nicht anderes als eine Schreibmaschine, die Sicherheit der NATO stand jetzt nicht in Gefahr. Aber dieses Ding war einfach tot und startete nicht mehr und alle waren völlig ratlos, mich natürlich eingeschlossen. Zum Glück hatte jemand anderes Norton Utilities. Okay, damit konntest du das Problem. Und daraufhin, ich war ja ahnungslos und unschuldig. aber der kam und lasste die Reparaturoption darüber laufen. Und plötzlich war alles wieder da und Peter war ein Held. Liebe Zuschauer, man schaue sich dieses Gesicht an. Können diese Augen lügen? Also insofern, das war also die Geschichte von der NATO. Wir haben noch zu dem Thema zwei, drei Kommentare. Da schaue ich gerade mal kurz rein, was da ist. Der Raimund hat zuerst gesagt, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat der Michael Müller, vielen bekannt als Schandmännchen übrigens, bei der Übersetzung vom Norton Commando mitgearbeitet. Das kann sein, wüsste ich jetzt nicht, vielleicht kann der Rainer das beantworten. Und das war damals, als Norton noch bei Gepusoft verlegt wurde. Hardy Köhler war damals auch noch dabei. Also sagt der Raimund Wiesemann. Und der Markus hatte vorhin schon gesagt, das Gesicht war damals wirklich überall zu sehen und der Befehl NC stand damals immer als letzter in meiner Auto-Exec. But Markus, vielleicht... Markus, ich erfahre da Dinge von dir, die hätte ich nie für realistisch gehalten. Vielleicht sollten wir aber kurz darüber reden, die Auto-Exec-But war so eine Art Ding, wenn du da was, also früher, wenn du was reparieren wolltest, dann dort am besten, oder? Naja, das war sonst... Ist was Ähnliches wie die Autostart-Ordner. Was da drinnen stand, ist als allererstes abgearbeitet worden auf dem Rechner. Du konntest da drin auch Treiber an die richtigen Stellen schieben und sowas. Und wenn da vorne was kaputt war, dann war das sozusagen die leichteste Möglichkeit, weil dann hast du es zurechtgeschoben und dann lief der Rechner wieder. Schwieriger wurde dann, wenn dahinter irgendwo im Programmcode was schiefgegangen ist. Aber die Auto-Exec-But, das war so was ganz, ganz Diffiziles, eine feine Eröffnung vielleicht für ein gutes Menü. Ich glaube, es ist dein Töchterchen, der schreibt, ja, diese Augen können lügen. Unfassbar! Unfassbar! Da muss ich dir sagen, Jill, Eltern müssen das manchmal, weil die Wahrheit dann immer noch ein bisschen schwerer zu ertragen ist. Also, er meint es, wenn dann nur gut, so wie damals mit der NATO. Ja, und natürlich lügen Eltern Kinder nicht an. Gut, haben wir diese private Sache auch geklärt. Insofern danke, Chill, für den Kommentar. Und jetzt kriegt er auch Schützenhilfe, der Thomas, und zwar Zillian, die Augen oder der Mund darunter. Selbstverständlich die Augen. Ich habe nach den Augen gefragt. Also insofern alles gut. Gut, trotzdem, wir sind fast am Ende, weil wir sonst nämlich über die Zeit laufen, aber es gibt ein paar Bilder, die wir euch noch zeigen wollen. Das ist der Urlaub von Thomas. Thomas, du warst wo? Ich habe eine Wanderung gemacht vom Inntal ins Eisacktal über die Höhen der Tuxer und Brenner Berge. Und hast dabei entspannt, man kann das dann auch sehen, es gibt hier so ein paar Fotos von dir, da schaust du ganz entspannt aus, aber selbstverständlich warst du nicht offline. Und da frage ich mich, kannst du gar nicht offline? Kannst du nicht digital aus? Schwer zu sagen. Also es ist natürlich schon ein Faszinosum, das man gerne nutzt und das man gerne anwendet. Ich
würde sagen, es ist ein graduelles Offline-Sein. Abgesehen davon, dass wenn ich 8 bis 10 Stunden gewandert bin, ich in dieser Zeit weder Nachrichten gecheckt oder sonst irgendwas gemacht habe. Ich habe im Grunde ja nur die Fotos ein bisschen geteilt mit Leuten. Ich habe meinen Büro-E-Mail-Account abgeschaltet. Also ich würde sagen, es ist eine andere Form des Nicht-Digital-Präsentseins. Aber so ganz ohne ist in der Tat nicht heute schwer geworden. Wir werden mit dem Thomas, weil wir es heute nicht mehr schaffen, in der nächsten Sendung über dieses Thema dann auch nochmal reden. Jetzt noch ganz schnell zu den Kommentaren. Was sehe ich da noch? Also, da wird über die Config System, die Outdoor Exec, und dann sagt natürlich der Rainer etwas völlig Unmögliches. Der Rainer schreibt nämlich, der Christian von DOS, null Ahnung, der kann nur Amiga. Das ist richtig. Die traurige Wahrheit. Das ist so, Rainer, ja, da hast du recht. Und mit diesem wunderbaren Schlusswort wollen wir dann auch die Geschichte für heute beenden. Ich freue mich, dass so viele zugeguckt haben, dass ihr so intensiv mitdiskutiert habt. Wer möchte diese Sendung, gibt es dann relativ zügig auch auf YouTube zum Angucken. Den YouTube-Kanal von uns, den dürft ihr natürlich auch abonnieren. Das heißt also dort einfach auf YouTube gehen, den Digisaurier suchen und dann Abo machen. Da freuen wir uns. Wer den Kanal abonniert, der kann dann auch die Sendungen nochmal nachträglich gucken mit Sprungmarken oder Teile der Sendungen werden wir demnächst auch online stellen. Und wir machen euch natürlich auch weitere Videovorschläge zu schönen Geschichten rund um die Computerei. Also YouTube-Kanal abonnieren einerseits und ganz unbedingt auch die Videovorschläge mal abklappern. Da sind, glaube ich, ganz spannende Sachen dabei. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war mir eine Freude. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war's vom Digisaurier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.